wir unschwer erkennen können, sind wir gerade am Stand von HTC und haben hier eines der ersten Smartphones oder Android-Smartphones mit einer 64-Bit 8-Kern-CPU, nämlich die Qualcomm Snapdragon 615 CPU. Was das Design 820 drauf hat, das zeigen wir euch in diesem Video. Wir haben jetzt gerade die weiße Version mit einem grauen Rahmen. Das Smartphone gibt es auch noch in weißem, blauem Rahmen, genauso wie in grau und weißen Umrandungen bei der Kamera und einem Rahmen. Das Gehäuse besteht komplett aus Kunststoff, ist allerdings ein bisschen härter gegenüber dem Vorgänger 816, wenn man das Smartphone jetzt mal so ein bisschen versucht hin und her zu biegen. Man sieht zwar, dass es eine gewisse Biegung gibt, aber insgesamt fühlt sich das Smartphone viel, viel stabiler an als der Vorgänger. Der IPS-Bildschirm misst in der Bilddiagonalen 5,5 Zoll und löst dabei in HD auf, also 720x1280 Pixel. Wenn man mal auch ein bisschen genauer hinschaut, wirkliche Pixel erkennt man eigentlich kaum, weil auch die Display-Technik mittlerweile so weit ist, dass die Inhalte klar und scharf angezeigt werden. Zu der Software lässt sich gar nicht so viel sagen, weil ihr kennt es eigentlich so schon vom HTC One Sense 6, dass hier über Android 4.4.4, also der aktuellsten Android-Version, liegt. So viele Neuerungen gegenüber dem HTC One Sense gibt es eigentlich nicht. Ihr habt ganz normal den Blinkfeed in eurem System und hier neben sind die ganzen Homescreens, die ihr nochmal individuell anpassen könnt, indem ihr Widgets darauf legt und den Homescreen bestimmt, sowie Apps auf die Homescreens legt. Die Besonderheit des Smartphones ist eigentlich, dass eine 64-Bit 8-Kern-CPU in diesem Smartphone arbeitet. Genauer gesagt der Qualcomm Snapdragon 615, der auch schon im Qualcomm Passion arbeitet. Damit bereitet sich HTC schon mal auf den Umstieg auf die neue Android-Version 11 vor, die ja mit 64-Bit arbeitet, um extrem performant zu arbeiten. Auf diesem Gerät stellen wir jetzt keine höhere Performance fest als bei anderen Quad-Core-CPUs, die im Moment mit Android 4.4 arbeiten. Das kommt dann eben erst, wenn Android L auf diesem Smartphone läuft. HTC sagt übrigens, dass relativ schnell ein Update folgen soll, wenn Android L endlich vorgestellt wird. Fotos, Videos, Apps, alle Dateien, die ihr auf das Smartphone schmeißt, landen im internen Speicher, der jetzt 16 GB groß ist, also doppelt so groß wie beim Vorgänger 816. Apropos Speicher, die CPU wird von einem 2 GB großen Arbeitsspeicher unterstützt. Die Hauptkamera auf der Rückseite löst mit 13 Megapixeln auf, die Frontkamera mit satten 8 Megapixeln, das heißt, damit sind richtig, richtig qualitativ hochwertige Selfies möglich. Wenn wir zum Beispiel hier das Foto auslösen, seht ihr eigentlich, dass eine hohe Qualität mit der Frontkamera möglich ist, weil wir auch allein hier schon im Hintergrund eine sehr scharfe Bildqualität haben. Das Desire 820 ist von der Ausstattung her eigentlich ein klassisches Mittelklasse-Smartphone. Die Besonderheiten sind eigentlich eben dieser große Bildschirm auf der Vorderseite, die 8-Megapixel-Kamera auf der Vorderseite und die 64-Bit 8-Kern-CPU, mit der ihr optimal vorbereitet seid auf die nächste Android-Version Android L, durch die das Smartphone wahrscheinlich sehr performant laufen wird. Und das Geniale ist auch noch, das Smartphone kostet überhaupt nicht so viel, nämlich 329 Euro UVP verlangt HTC für das Gerät. Marktstart ist im Dezember.